What? And who might you be? Well, I'd rather not say. Hmm? Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Hmm. Huh? Oh, wait! Was sollte das denn? Mhm. Professor, was ist denn das? Ein Fahrschein für das Riesenrad? Sehr eigenartig. Luke, das Mädchen möchte uns damit vielleicht etwas sagen. Ein Hinweis? Aber wieso sollte sie uns helfen wollen? Das weiß ich genauso wenig wie du, Luke. Trotzdem spüre ich, dass sie auf unserer Seite ist. Und auf meinen Instinkt kann man immer vertrauen. Nun ja, ihre Institution lag noch nie falsch. Sehen wir nach, was wir im Park beim Riesenrad finden können. Aber der Park ist doch zu... Und wer ist Ihmchen eigentlich? Das ist doch derselbe Typ wie in der Pension. Nur zu, Layton. Geh nur schön in den Park. Du bist mir schon lange ein Dorn im Auge. Es wird Zeit, dass du verschwindest. Für immer. Kapitel 6. Batsch. So sieht's aus. Vergessene Rätsel? Offensichtlich nicht. Na schön, dann können wir das hier auch wegschmeißen. Bitte sehr. Ja, gibt's hier Hinweismünzen? Jawollek! Sackgasse. Na, toll. Da muss ich ja schon sagen, der ganze Weg, der ganze Aufwand, es hat sich alles einfach gelohnt. Hier gibt's einfach gar keine Interaktionsmöglichkeit, außer ein paar Hinweismünzen. So, drei haben wir gefunden. Ich glaube, mehr wird's hier auch nicht geben. Schade, geh in den Park! Das heißt, geh in den Park. Martha, hast du vielleicht jetzt ein schnelles Rätsel für uns? Nein. Na gut. Können wir hier rein? Wieso nicht? Wieso stehst du eigentlich hier hinten? Wieso habe ich dich jetzt nochmal angeklickt? Was soll denn das da? Mist. Psst. So, hier irgendwas Neues. Es täte mich auch wundern. So. Ich muss leider schon wieder alle anquatschen, weil ich ja nicht weiß, ob die vielleicht neue Rätsel haben. Du weißt doch, wie es ist. Nein. Giuseppe, hast du was Neues? Nein. Dann gehen wir mal links rum. Also rechts in dem Fall. Gerard, hast du was Neues noch? Nein. Komm, dann gehen wir hier nochmal rein und fragen den Fressack nochmal. Ja, definitiv. So, und weiter zurück. Dann gehen wir nochmal ins Lokal. Hier ist niemand. Und weiter zurück. Lucy, jetzt vielleicht was Neues. Nein. Katze und Maus. Sorry, aber ich will keine Rätsel übersehen. Deswegen müssen wir hier uns mal ein bisschen umschauen. Nee. Offensichtlich alles eher nicht so. Percy! Wie schaut's aus? Nö. Rathaus vielleicht? Ich will hier eigentlich gar nicht nochmal alle anlabern, weil am Ende erzählen sie mir alle sowieso nichts Neues. Ach komm, weißt du was? Komm. Einmal noch hier, die beiden nehmen wir mal noch mit. Ja, Andrea feiert die ganze Zeit da hinten. So, na gut, hier gibt's nichts Neues, dann gehen wir weiter. Zu unserer Destination. Dieser Park sieht aus, als sei er schon lange geschlossen. Woran mag das wohl liegen, Professor?
Ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, Luke. Vielleicht könnten wir einmal im Rathaus nachfragen. Du, ein Glück, dass ich da gerade nicht war. Kapitel 7. Der verlassene Park. Gelangt man über den Vergnügungspark in den Turm, durchsuche den Park und finde es heraus. Fortschritt speichern. Ja, Jankowski. So. Ich spreche das Schild nicht nochmal an. Aber ein neues Kapitel könnte bedeuten, neue Rätsel, ihr wisst, wie es ist. Hier scheinbar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Rätsel dieses Spiel insgesamt hat. Aber ich meine, wenn wir schon 102 gelöst haben, wir müssen ja schließlich auch noch einen Haufen Geheimnisse klären. Da werden wir wohl auch noch Rätsel lösen müssen. Gut, hier gibt es überall nichts Neues. So, ihr steht aber auch alle noch da. Hector ist bestimmt wieder müde ohne Ende. Oder erzählt uns irgendwelches Zeug, was schon 1000 Jahre alt ist. Gut, dann eben gleich Rathaus. Rodney, was sagst du? Wie meinen? Das Tor zum Park ist abgesperrt. Völlig ausgeschlossen. Wir haben extra einen Verwalter eingestellt, der sich um solche Dinge kümmert. Das mag sein, aber das Tor ist abgesperrt und wir kommen nicht in den Park hinein. Würden Sie es für uns aufschließen? Das fällt unter die Zuständigkeit des Parkverwalters. Ich rate euch, diesen ausfindig zu machen und eine entsprechende Anfrage vorbeizubringen. Na gut, und wo meinen Sie, könnten wir diesen Verwalter wohl finden? Vertreter, weißt du? Eine durchaus relevante Frage. Den Park zu verwalten ist Aufgabe des Parkverwalters, aber wer verwaltet wiederum den Parkverwalter? Das weiß ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Typischer Beamter! Was für ein Bürokratismus, ja wirklich! Jener Verwalter ist auch für das Kanalwesen zuständig. Nun, wenn ihr nicht zwecks Ausfüllen eines Formulars hier zugegen seid, rate ich euch zu trollen. Meine Güte, ist der unfreundlich! Die Kanalisation? So unangenehm es auch sein mag, dort haben wir noch nicht gesucht. Vielleicht finden wir in der Scheiße ja einen Hinweis. Ich habe nur einen einzigen Gullideckel im Dorf gesehen. Ja, genau, den auf dem Weg zum Park. Nun ja, irgendjemand muss wohl die Drecksarbeit erledigen. Nun denn, was du heute kannst besorgen. Das Suchen der Kloake und nicht erst morgen. So. Na gut, dann, wie gesagt, verhalten wir uns jetzt hier mal. Wieso ist der plötzlich offen? Was soll denn das jetzt sein? Kanalisation. Sogar mit Hall-Effekt. Mega klasse. So, wir schauen hier nochmal. Lampe, 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 Lampe. So. Zum Wasser gibt es wohl nichts zu sagen. Freunde. Freunde. Ach so. Das Oberlicht. Sehen Sie mal, Professor, ich habe ein verstecktes Rätsel entdeckt. Im Ausgang. Okay. Rätsel 120, raus mit der Kugel 3? Wir hatten noch nicht mal raus mit der Kugel 2. Wenn mich nicht alles täuscht. Kannst du die rote Kugel aus dem Labyrinth buxieren? Schiebe die Klötze, die im Weg sind, beiseite, um der Kugel einen Weg zu bahnen. Dieses Rätsel sind 20 Züge lösbar. Okay, wir versuchen erstmal hier so ein bisschen klar Schiff zu machen. So. Toll. Das hilft mir jetzt genau genommen gar nicht weiter. Shit. Also ich sag mal, das hier ist, glaube ich, der erste Schritt. Jetzt können wir hier mal so machen. Und den können wir schon mal hier hochschieben. Den brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass die rote Kugel und der grüne Block, die müssten mal Plätze tauschen. Damit das hier ein bisschen einfacher wird. Ah, ich habe eine Idee. Guck mal. Da können wir schon mal so machen. Dann schieben wir das mal hier hoch. So und so. So.
Gut, das ist jetzt ein bisschen blöd. Nee, das ist es leider noch nicht ganz. Jetzt könnte ich den hier runterschieben. Was bringt mir das? Nicht so viel. Scheiße. Dieser sperrige gelbe Klotz, der macht alles viel zu kompliziert. Ich habe das Gefühl, wir sind der Lösung relativ nah. Allerdings weiß ich nicht, wie ich mit dem gelben Block umgehen soll. Aha. So. Ach, das ist ja dasselbe in grün. Shit. Ah, Mist. Und hier unten das Loch habe ich auch noch nicht frei. Das Loch frei. So, Ernsthaftigkeit. Ich brauche ein Eierlikör, Mensch. Alkohol stimuliert ja... Also Eierlikör ist ja kein Alkohol, ne? Ist ja nur Milch. Stimuliert ja angeblich das Gehirn. Und da ist man dann konzentriert und so. Nee, das ist alles Mist, Freunde. Ich mache das nochmal neu. Also das hier, glaube ich, ist der richtige Anfang. So. Nur jetzt. Wie weiter? Den können wir mal hier oben platzieren. Den brauchen wir nicht mehr. So. Wir könnten jetzt so machen. So. Dann haben wir den schon mal weg. So. So. Und so. Bedeutet allerdings, dass wir hier unten jetzt nicht mehr weitermachen können. Und auch das ist eher so medium gut. Denn ich kriege ja die rote Kugel jetzt nicht mehr hier weg. Ah, diese klaustrophobische Kacke kotzt mich an. Was ist der Fehler, den ich hier mache? Was ist der Fehler? So. Bis hierhin würde ich sagen, ist es erstmal richtig. Dann können wir den hier hochschieben, das wird wohl auch noch richtig sein. Aber jetzt, wie geht's weiter? Nee. Das ist nicht richtig. Ah, die Bedienung ist am PC auch wirklich ein bisschen blöd, muss man sagen. Nee, das ist Kacke. Das ist Kacke. Sag mal. Ich mache irgendwo einen Fehler hier, aber ich sehe ihn nicht. Das erscheint mir alles logisch, dass ich das jetzt hier so alles mache. Ach Mensch. Was hatte ich denn eigentlich gemacht, um die rote Kugel hier drüben reinzukriegen? Ach so, ich hatte... Nee, das hilft denn. Doch, das hilft. So. Jetzt können wir hier erstmal wieder ein bisschen klar Schiff machen. Was hältst du denn davon? So, aber wenn ich die rote Kugel jetzt hier runterpacke, dann bin ich ja, habe ich mich ja zugebaut. Dann bringt das ja alles nichts mehr. Dass hier der grüne Block im Weg ist, das nervt. Können wir den von Anfang an vielleicht woanders hinschieben? Nee.
Nee, der bleibt ja die ganze Zeit dort. Also ich denke, bis hierhin. Bis hierhin ist es richtig. Aber wie geht's jetzt weiter? Nee. Ah, das ist doch alles Kacke. Aber man ist dann so ne? Und so. Scheiße, wie mache ich denn jetzt hier weiter? Und es kotzt einen dann auch so ganz dezent an, wenn man dann hier einfach partout nicht weiterkommt. Den blauen Klotz unten rechts bewegen und dann den lila Klotz in die Nische unten. Jetzt solltest du den gelben Klotz nach unten bewegen können. Ach was. Du meinst so? So und so? Na Mensch. Schiebe den lila Klotz in der oberen Reihe nach unten und schiebe die beiden blauen Klötze so in die oberste Reihe, dass der eine direkt neben dem anderen liegt. Diese, weißt du, das in Textform, solche Hinweise, ist wirklich fantastisch. Fettes Like. Schiebe den lila Klotz in der oberen Reihe nach unten und schiebe die beiden blauen Klötze so in die oberste Reihe, dass sie direkt nebeneinander liegen. So, du meinst so? Und dann so. Ja? Gut. Nein, warte, was steht hier noch? Dann bewegst du den lila Klotz unter den beiden blauen ganz nach links, sodass der grüne Klotz unten links und der gelbe wieder nach oben rutschen können. Also ungefähr so. Okay. Und nun? Mit glücklicherweise nur zwei Hinweisen, ey. Oh. Bitch. 3333 überschritten. Zusammen mit dem dicken gelben Klotz in der Mitte waren die lila und blauen Klötze eine ziemliche Qual, nicht wahr? Das sind violette Klötze, hallo? Es mag frustrierend gewesen sein, aber fühlst du dich jetzt nicht einfach toll, ganz erleichtert? Ja, naja, geht schon. Das war leicht, suchen wir noch ein paar Rätsel. Der Luke, ne? Der muss auch mal also ein bisschen geohrfeigt werden, wäre schon mal ganz angebracht. Eieiei. Das schweigende Mädchen. Kurz nachdem wir am nördlichsten Punkt des Dorfes ankamen, erschien ein Mädchen vor uns. Die junge Dame wirkte verstört und wollte uns gerade etwas mitteilen, als sie plötzlich etwas erschreckte. Sie verschwand ohne ein weiteres Wort. Allerdings hinterließ sie uns einen Hinweis. Ein Fahrschein für das Riesenrad im Vergnügungspark des Dorfes. Der verriegelte Park. Beflügelt durch den Fund des Fahrscheins, welchen das Mädchen zurückgelassen hatte, versuchten Luke und ich in den Vergnügungspark zu gelangen. Leider hielt das Parktor all unseren Bemühungen pflichtgetreu stand. Vielleicht kann uns Rodney, der im hiesigen Rathaus angestellte Verwaltungsdirektor, weiterhelfen. Der Umweg in den Park. Offenbar ist der Einzige, der uns Zutritt zum Vergnügungspark verschaffen kann, der Verwalter des Parks höchst selbst, wenn wir nur wüssten, wo sich dieser aufhält. Rodney bemerkte, dass der Verwalter auch für die Kanalisation zuständig ist. Vielleicht ist er heute ja unterirdisch unterwegs? Das ist die Frage aller Fragen. Wir schauen mal ganz kurz in den Rätselindex und gucken mal, welche Nummern uns noch fehlen. Das passt, das passt. Ja. Ja. Ab der 83 nichts mehr. Stattdessen hier alles 100er Rätsel ja in letzter Zeit. Okay. Dann will ich mal schnell speichern. Oh, das hat jetzt aber gedauert, das Rätsel. Meine Güte. Aber wir haben es geschafft. Alles gut.
Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, dann sind wir zurück bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Ich habe die Pause jetzt mal genutzt, um ein bisschen durchzulüften. Es war schon so feucht hier drin, dass außen die Scheiben beschlagen sind. Aber was soll's. So, jetzt erstmal hier Prösterchen. Und Lisa, nochmal danke für diesen unfassbar geilen Eierlikör. Alter. Ich muss unbedingt selber mal Eierlikör machen. Das schmeckt ja so geil. Da ist nicht mal der gute Verporten ist nicht mal irgendwas dagegen. Das schmeckt ja also einfach. Leute, also. Es kann nur noch gut werden. So. Wer ist er denn? Entschuldigen Sie, sind Sie zufällig der Parkverwalter, der auch für die Kanalisation zuständig ist, ihr Verrückten? Polo! Nein. Ich bin ein Erforscher del Mundo. Momentan mache ich mich mit der hiesigen Kultura vertraut. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Schönen Tag noch, der Herr. Oh, warten Sie for a moment, s'il vous plaît. Ich sah eben einen Mann in Arbeitskleidung. Vielleicht ist das ja Ihr Senior Parkverwalter. Gut möglich. Wohin ist er gegangen? Vermutlich nach Osten. Pero, vielleicht auch nach Westen. Ah ja. Geht es Ihnen gut? Für einen Forscher erscheinen Sie etwas fehlorientiert. Ich kam eben erst nach Jahren des Reisens an. Je ne connais pas die örtliche Geographie. That's all. Ich verstehe. Dann entschuldigen Sie bitte meine Mutmaßung. Wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden, wir müssen gehen. Warten Sie, in welche Richtung liegt das Villaggio? Donde esta der Bahnhof? Okay, der war völlig crazy. Ich weiß ja nicht, der ein oder andere, der das Spiel vielleicht auch noch nicht kennt, hat sich jetzt vielleicht schon den ein oder anderen Reim drauf machen können, was in dieser Stadt eigentlich los ist. So, wir wissen gar nicht, wo wir lang gehen sollen. Ich sag mal, hier drüben wird's hell, deswegen gehen wir erstmal nach rechts. Na, guten Tag. Ich glaube fast, dass du unser Kollege bist, den wir brauchen. Dann gehen wir vielleicht doch nochmal schnell nach links. Und das machen wir auch. Und zwar hier hinter. Schnurrbert in der Canalization. Na klar. So, das Wasser ist nicht interessant. Dieser Eierlikör, ne? Ich muss es, glaube ich, noch ein paar Mal betonen. Und das macht Spaß. Man kann auch ohne Spaß Alkohol haben, weißt du? So sieht es nämlich mal aus. Mit maßvoll trinken, ne? Und genießen und so. Ist ja auch ein Genuss. Schmeckt so gut, ist ein Genuss. Hehe, schaut doch nicht so verdutzt rein. Hier habt ihr mich nicht erwartet, was? Der Fluss, der das Dorf umschließt, liegt gleich hinter diesem Kanal. Aber kommt nicht auf dumme Ideen. Ans andere Ufer gelangt ihr nicht. Gebt euch nicht der Illusion hin, jemals wieder ins normale Leben zurückzukehren. Und bleibt hier. Vermutlich ist das eine schwere Umstellung. Hier ist ein Rätsel für euch zum Eingewöhnen. So, haben die alle ein Ei am Wandern oder was ist hier los?